Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Fünfter Spieltag, der Tabellenführer zu Gast in Düsseldorf. KFC Uerdingen gegen den FC Ingolstadt. Die Ansprüche bei den Uerdingern auch in der zweiten Drittligasaison ausgesprochen hoch. Da ist natürlich der Tabellenführer so eine Benchmark, an der du dich messen kannst. Rein ins Spiel, keine zwei Minuten alt. Das ist Boubacar Barry. Was für ein Pass. Caniggia Elfer, 0-1 Führung für die Gäste. Kalter Start für den KFC, aber der Pass ist natürlich richtig bitter. Wird gestört, aber so darfst du den niemals zu deinem Innenverteidiger zurücklegen. Elfer neu in der Startelf, weil er mehr Körperlichkeit mitbringen sollen, sagt Saibene, bedankt sich direkt mit der Führung. Das ist Uerdings Antwort. Alexander Bitroff vertritt in den nächsten Spielen den gesperrten Kevin Großkreuz auf der rechten Außenverteidigerposition. Kann bislang zufrieden sein zur Halbzeit, aber alles in allem ist das hier ein Fußballspiel auf äußerst mäßigem Niveau. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit und sehen Uerdinger, die sich schon spät im Spiel wehren. Glanztat von Peter Kurzweg. Wir sehen es nochmal. Grimaldi, der sich da durchsetzt. Und die Szene war richtig knapp. Wir sind schon in der 90. Minute. Uerdingen wacht spät auf. Hat Probleme im letzten Drittel gefährlich zu werden. Evina, Riesentat von Buntic, dem Keeper. Wir schauen nochmal drauf. Der war richtig schwer zu halten. Ein überragender Reflex. So ist es alles ruhig. Abstoß Buntic. Und es ist kein Kopf dran. Fatih Kaya. Nachspielzeit 0-2 die Entscheidung, weil Königshofer den Ball einfach unterschätzt hat. Und Kaya mit Stürmerinstinkt das Köpfchen dran bringt. Es ist immer noch nicht Schluss. 95. Minute. Uerdingen kämpft, wirft nochmal alles in vorne. Das ist der eingewechselte Diawusi. Zweiter, dritter, Uerdinger überspielt, locker, lässig, leicht, Kutschke, 0-3, das ist der Endstand. Der Tabellenführer gewinnt, vielleicht um ein Tor zu hoch beim KFC Uerdingen. Wir müssen im letzten Drittel einfach besser sein, unsere Torchancen klarer ausspielen, um dann auch einen Gegner nicht nur zu dominieren, sondern auch das Spiel zu gewinnen. Dass wir hier 3-0 gewinnen, ja, es ist eigentlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich bin wirklich unzufrieden, weil so kann man nicht Fußball spielen. Wir gewinnen zwar 3-0 auswärts, aber das Resultat darf nicht über die Leistung hinwegtäuschen. Wahnsinn, schon Mitte August in Uerdingen richtig dicke Luft. Ingolstadt ärgert sich über 0-3 auswärts, auch das ist völlig verrückt, verteidigt aber die Tabellenführung.